Willkommen in der HDI Arena. Willkommen zu dieser heutigen Begegnung, liebe Zuschauer. Wolf Fuß und Frank Buschmann sind auch heute wieder Ihre Kommentatoren. Und wir freuen uns auf ein Spiel in der Bundesliga. Hannover 96 gegen Mainz 05. Ein interessantes Ligaspiel natürlich, Wolf. Das sind zwei Mannschaften, die sich heute zeigen wollen, die sich zeigen müssen. Die Fans haben eine hohe Erwartungshaltung. Auf ihn wird es ankommen heute, da bin ich sicher. Er ist eindeutig in Form, das zeigen schon die drei Treffer, die er in den letzten drei Partien erzielt hat. So gehen es die Hannoveraner an. Sie treten hier heute in einem 4-5-1 an, setzen also mutmaßlich vor allem auf ihr Mittelfeld. Darüber wollen sie Dominanz ausstrahlen. Ist nicht leicht, gegen so eine Mannschaft zu spielen, denn die haben offensiv natürlich viele Optionen. So geht der FSV Mainz 05 in dieses Spiel. Zwei Stürmer vorne, dahinter zwei Viererketten. Klassisches 4-4-2, würde ich sagen. Ganz genau, mal schauen, wie sie damit heute zurechtkommen. Und das Spiel läuft. Klasse Pass jetzt. Gute Aktion. Und nun ein Schuss. Fällt das Tor doch noch? Ja, könnte was werden. Nee, das wird nichts. Ball im Aus. Boah, das wäre es natürlich gewesen, wenn der Schuss aus dieser Distanz reingeht. Sehr guter Schuss aus der zweiten Reihe. Schöner Versuch. Leitner, Baumgartl, Bad Stuber am Ball. Leitner, Korb. Guter Pass jetzt. Felix Klaus. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Faison. Edi Nilsson Fernandes. Ja, jetzt müssen sie aufpassen. Gefährlich. Was macht er draus? Da passt er auf. Kann er was draus machen? Sieht gefährlich aus. Und es könnte durchaus sein, dass uns demnächst ein bemerkenswerter Transfer ins Haus steht. Buschi. Das stimmt, aber offiziell ist noch nichts. Wir können das also bisher nur als Spekulation machen. Ball wieder zurück. Klasse Pass! Da kann er sich den Ball holen. Wenn die anderen Mannschaften heute ein wenig mitspielen, dann dürfen sie am Ende dieses Spieltags den Einzug in die UEFA kämpfen. Und das wäre ein Riesenerfolg und man könnte entspannt in den Rest der Saison gehen.
Bernardo Bittencourt. Wird's jetzt gefährlich? Ah, das war dann zu harmlos. Ball ist weg. Ah, das sieht gut aus. Spielt er den Ball in den Strafraum? Robin Quaison. Super dazwischen gegangen. Er kann klären. Leonardo Bittencourt. Ja, der Schuss jetzt. Ganz stark abgeblockt. Mali. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Ball im Aus, Klasse 2 Kampf. Einwurf jetzt. Aaron Martin. Tiemoe Bakayoko. Der Ball geht zu Choupo-Moting. Felix Klaus. Leonardo Bittencourt. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Tja, Konterchance vertan. Die Abwehr ist wieder zur Stelle. Diese Gelegenheit haben sie ja ein wenig vertrödelt. Edmilson Fernandes. Könnte jetzt was werden. Das war sauber. Er holt sich den Ball. Badstuber. Und jetzt Badstuber. Korb. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Bakayoko. Rosinski. Macht er gut. Da lässt er den Gegner aussteigen. Quaison! Der geht nicht rein, jetzt vielleicht. Also den musste er gerade machen. Dann liegen sie vorn und dann können sie diesem Spiel ihren Stempel aufdrücken. Freistoß ja, aber keine Verwarnung. So früh im Spiel tun es auch ein paar ernste Worte an den Spieler. Baumgartner. Philipp Box. Leonardo Bittencourt. Gute Aktion. Die Möglichkeit zu flanken. Da kann der Abwehrspieler klären. Gut gemacht. Das hat der Verteidiger klasse gemacht. So kommt der Schuss nicht durch. Quaison. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Mali. Sie warten ganz geduldig auf ihre Chance. Vielleicht müssen sie das Tempo aber auch noch mal anziehen, um hier zu einer Torchance zu kommen. In der UEFA Europa League steht das Halbfinal-Rückspiel an für Hannover. Dann geht es zu Hause gegen Arsenal. Und auf dieses Spiel freuen wir uns natürlich. Es ist ja völlig klar, was heute ihr Ziel ist in dieser Partie. Sie wollen in die UEFA Champions League. Richtig, das wäre so wichtig für den Verein und auch für diese Champions League. Vielleicht die Führung jetzt an den Posten. Das ist das erste Tor dieser Partie und jetzt ist die Freude natürlich groß. Ja, Riesenjubel bei den Fans, bei den Spielern. Ein wichtiges Tor.
sicher verwandelt aus kurzer Distanz. Den macht er ganz sicher. Ja, klar, den lässt er sich natürlich nehmen. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. So, wenn Sie hier heute noch was holen wollen, dann brauchen Sie die berühmt-berüchtigte zündende Idee. Wie reagiert er jetzt? Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Leonardo Bittencourt. Felix Klaus. Hereingabe geht darüber an den langen Pfosten. Guter Einsatz, Ball ist erstmal wieder weg. Choupo-Moting. Mali. Der Linienrichter hebt die Fahne und das auch zu Recht. Da kam der Pass vielleicht ein Tick zu spät. Baumgartel. Sie bringen den hohen Ball. Da könnte was werden. Niklas Füllkrug. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Ja, da ist Platz jetzt. Super gemacht, jetzt hat er den Ball. Quaison. Korb. Felix Klaus. Oh, da geht er volles Risiko rein mit seinem Tackling und hat alles richtig gemacht. Der Pfiff bleibt aus. Kurze Ecke jetzt. Klarer Fall, Ball ist im Aus, gibt Abstoß. Schauen wir uns mal den kommenden Gegner der Mainzer an. Ja, es geht gegen Eintracht Frankfurt im nächsten Bundesligaspiel. Edmilson Fernandes. Bakayoko. Ballverlust. Füllkrug. Korb. Guter Pass. Und jetzt der Zug nach innen. Mali. Tiemoué Bakayoko. Sieht gefährlich aus. Die Möglichkeit zu flanken. Nee, da kommt keiner dran. Muss Einwurf geben. Leitner. Korb. Für die Box. Badstuber. Leitner. Korb. Baumgartel. Für die Box. Leonardo Bittencourt. Weg ist der Ball. Mali. Edmilson Fernandes. Ja, da gibt es gute Anspielstationen. Da ist der Ball dann doch weg, da müssen sie mehr draus machen. Jetzt können sie vielleicht kontern.
Immer noch diese Szene. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Ein tolles Tor. Absolut, Wolf, das war überragend, wie sie da ihr Tempo ausspielen, wie sie umschalten, wie sie die Lücke erkennen und dann auch nutzen. Klasse. Schönes Tor, Buschi, aber es reicht halt immer noch nicht für den Einzug in die UEFA Champions League. Nee, da muss noch mehr kommen. Das wissen sie auch und deshalb die Freude eher verhalten. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Mali. Das sieht vielversprechend aus. Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln. Sonst kommen sie gegen die Abwehr nicht durch. Der Pass kommt an, da ist er heute extrem sicher. Leonardo Bittencourt. Er überzeugt heute als Passgeber. Korb. Baumgartel. Und jetzt Badstuber. Philipp Ox. Der Ballverlust. Gute Aktion. Das war sauber. Er holt sich den Ball. Felix Klaus. Korb. Klasse geklärt. Leitner. Die Gelegenheit für die Flanke. Zweikampf hier und das wird Einwurf geben. Felix Klaus. Leitner. Leonardo Bittencourt. Badstuber. Philipp Ox. Niklas Füllkrug. Und damit ist der Ball weg. Der Ball ist über der Linie, Einwurf. Mali. Kann er was draus machen? Bakayoko! Er ist da und kann den Ball hier klären. Rosinski. Ganz energisch. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Macht er gut. Chance eventuell zum Führungstreffer bei dieser Ecke. Die Ecke kommt. Da ist der Keeper ganz energisch. Der Ball ist erstmal weg. Kein guter Volley. Ah, hätte hier gerne das Tor gemacht, sah auch zunächst gut aus, aber dann fehlt einiges.
Und Bartstuber. Ox. Er passt ihn auf den Flügel. Philipp Ox. Leonardo Bittencourt. Füllkrug. Klasse Pass. Gute Aktion jetzt. Er schießt. Der Führungstreffer in dieser Partie. Riesenjubel. Das gibt erstmal Sicherheit. Das gibt Selbstvertrauen. Also richtige Freude kommt nicht auf nach diesem Tor. Nee, Wolf, die wissen natürlich, das reicht noch nicht. Immer noch zu wenig, wenn es heute klappen soll mit der Quali für die UEFA Champions League. Er freut sich über das Führungstor. Sie setzen sein taktisches Konzept im Moment richtig gut um. Hier ist noch alles drin. Korb. Da kommt der Pass auf außen. Philipp Ox. Leonardo Bittencourt. Da holt er den Ball zurück. Guter Einsatz. Ball ist erstmal wieder weg. Geht mit einem Wurf weiter. Leonardo Bittencourt. Bartstuber. Sie bekommen einen Einwurf. Da könnte was draus werden. Quaison. Jetzt vielleicht die Flanke. Abgeblockt. Oh, er kann klären. Ja, könnte was werden. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Gut dazwischen gegangen. Im eigenen 16er. Und die Situation geklärt. Auch ein Einwurf kann Gefahr bringen. Sie müssen konzentriert verteidigen. Kirchhoff. Den Ball spielt er raus. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Und die Flanke schnappt er sich. Philipp Ox. Leonardo Bittencourt. Füllkrug. Korb. Leitner. Füllkrug. Korb. Das könnte vielleicht was werden. Jetzt können Sie gleich den Ball einwerfen. Und schon ist der Ball weg. Korb. Füllkrug. Ball läuft gut jetzt. Leitner. Tolles Zuspiel. Niklas Füllkrug. Knapp daneben und da hätte der Torwart nicht viel ausrichten können. Ja, er kann es nicht fassen. Wie kann man diese Chance vergeben? Der kocht und das Zittern geht weiter.
Choupo-Moting. Ja, abseits, richtig. Badstuber. Philipp Box. Badstuber am Ball. Leitner. Baumgartel. Korb. Felix Klaus. Hereingabe jetzt. Schade, da war sicher mehr drin. Den Ball erwischt er gar nicht gut und so ist der Schuss natürlich überhaupt kein Problem für den Torhüter. Baumgartel. Philipp Box. Nun Badstuber. Korb. Leitner. Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Korb. Jetzt kann die Hereingabe kommen. Ja, sie können erstmal klären. Badstuber. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Zieler. Ja, schwacher Ball hier. Leonardo Bittencourt. Leitner. Auf außen ist Platz. Kommt jetzt die Flanke? Choupo-Moting. Gute Aktion. Nee, das ist schwach. Zuspiel kommt nicht an. Momentan liegen sie natürlich nicht auf einem Champions-League-Platz, Buschi. Ja, da muss mehr kommen, das wissen sie auch. Ich denke, da wird ihnen der Trainer die entsprechenden Worte mit auf den Weg geben. Er hat das bislang sehr, sehr ordentlich gemacht. Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand.